Servus meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem YouTube-Kanal. Hier spricht euer The One. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen, ob ich über das Spiel ein Tutorial, Guide, Gameplay und so weiter zeigen kann. Habe ich mir gedacht, Frosch im Hals. Ich zeige euch jetzt einfach mal von Anfang an, wie man sich anmeldet und wie das alles funktioniert. Also wie ihr seht, kann man hier Passwort und Name auch speichern, dass das Spiel es merkt, da muss man es auch nicht mehr eingeben. Ich zeige euch einfach von Anfang bis Ende. Jetzt einfach nur auf Einloggen drücken und es geht los. So. Dann kommt ein Ladebalken. Ach, Kaffee. Früh und morgen vermindert Kummer und Sorgen. Irgendwie so heißt es doch. Okay, Dream of Okay. Dann als erstes, was ihr machen solltet, alle 18 Stunden hier auf diese vier Kästen hier drücken. Diese Deckbox nenne ich das immer. Da kriegen wir nämlich eine schöne Belohnung. Heute habe ich einen Turnierticket bekommen. Mit diesen Tickets kann ich im Turnier teilnehmen. Und damit kann man dann im Turnier gibt es halt schöne Preise, gibt es mehr Münzen, mehr Booster Packs und. Man kann in dem Spiel viele Sachen gewinnen, auch sammeln, aber werde ich euch alles gleich zeigen. Drücken wir auf OK. Beste ist immer Tag 5, da gibt es ein Booster Pack geschenkt. So, als erstes würde ich mit der Sammlung anfangen. Da kann man hier Sammlung auf Sammlung drücken. So, dann hast du hier deine gesamten Pokémons, die du gezogen hast oder die du im Spiel halt hergekriegt hast. Da kriegt man noch sehr viele Karten. Durch Geheimtruhen, durch Belohnungen, indem man ein paar Kämpfe gewinnt. Und. Und so sieht man halt dann die ganzen Pokémons. Und ja. Hier sind deine Trainerkarten. Sind sehr wichtig im Spiel. Hier die Energien, die man hat. Auch ist eigentlich das Wichtigste mit den Pokémon. Also die sind sehr wichtig. Dann kann man hier die Booster Packs anschauen. Wie ihr seht, habe ich noch ein paar Stück in Reserve. Ich werde es natürlich in dem Video jetzt nicht öffnen. Ich spare die mir auf. Aber morgen oder so oder in ein paar Tagen könnte ein Riesen-Opening auch hier im Spiel eventuell kommen. Ich weiß nicht, ob ich es machen werde. Also, dass ich es öffnen werde, ist klar. Aber ob ich jetzt ein Video mache, weiß ich nicht. Kann man auch hier Spielerlebnis, was man so alles im Spiel gesammelt hat, kann man hier sehen. Münzen, Deckhüllen, Deckboxen, wie ihr seht, und. Avatare, kann man seinen Charakter hier mit dem Hut, das sind jetzt die Avatare, die ich gesammelt habe, in Ausrüsten. Das war's eigentlich schon, hier kann man die Karten, also die Sachen im Prinzip anders sortieren, sprich einmal so mit Text, einmal Kachel. So finde ich sogar am besten eigentlich, hat man am meisten Übersicht. Genau. Das war's schon damit. Dann gibt es natürlich Deckmanager. Das ist glaube das Wichtigste, wie man ihr müsst ja wissen, wie ein Deck aufgebaut wird. Ich habe ganz viele, wie ihr seht. Ja, ich habe ganz viele. Also ich würde euch sagen, also ein Deck sollte, ich gehe jetzt mal einfach hier auf mein Unlicht-Deck drauf. Benutze ich gerade. Wie ihr seht, sollte man das Deck immer so spielen, also in Pokémon ist das so aufgebaut, dass man das Deck so spielen sollte, dass du, ich würde empfehlen, höchstens 11 Pokémons im Deck zu, Pokémon, 11 Pokémon, nicht Pokémons, ist falsch, 11 Pokémon im Deck zu haben, das ist meine Empfehlung. Ihr sagt jetzt bestimmt, hey, man spielt doch 60 Karten und warum soll ich dann nur so wenige Pokémon spielen? Ja, weil du einfach die Chance einfach dann höher hast, was Gutes zu ziehen, also heißt, bei einem Spiel, darauf komme ich noch, wird auf jeden Fall, ist es so, dass du ziehen musst, bis ein Pokémon kommt. Aber es kommt dann nachher. Also es ist die Pokémon, die ich spiele. Ihr fragt euch jetzt auch, warum Dedenne. Ja, Dedenne hat halt eine geile Fähigkeit, mit der man, wenn man sie auf die Bank spielt, komme ich auch noch dazu, einfach Karten ziehen kann. Deshalb würde ich immer empfehlen, 30 bis 34 Trainerboxen, Trainerkarten. Zu spielen, das wäre meine Empfehlung. Da würde ich so eine gerechtfertigte, also ich würde schauen, dass ich mehr viel solche spiele. Also es gibt hier zwei verschiedene: einmal Item, Trainer-Items und dann gibt es noch Trainer-Unterstützung. Wie ihr seht, hier steht Unterstützer.
Am Unterstützer könnt ihr leider nur einmal pro Runde aktivieren, während ihr Items mehrmals pro Runde aktivieren könnt. Natürlich ist es ja auch klar, dass dann die Item-Effekte nicht ganz so stark sind wie die Unterstützerkarten, aber haben meistens eine sehr ähnliche Fähigkeit, aber natürlich etwas abgeschwächt. Ja, gibt es auch natürlich solche, was heißt natürlich, aber gibt es halt auch solche Trainer-Item-Karten, die Ausrüstungen sind, kannst du an den Pokémon anlegen. Sehr schöne Sache. Energie würde ich auch immer so empfehlen, zwischen 16 und 20. Ich habe hier jetzt 19, wäre jetzt meine Empfehlung. Da gibt es auch immer so spezielle Energien, die jetzt Kugeln geben. Beispielsweise gibt es, wie ihr seht, zwei Kugeln. Also wenn ich das jetzt auf ein Pokémon lege, dann kriegt er zwei Energien statt eins im Prinzip. Dann gibt es auch so zwei verschiedene, ne? Beispielsweise solche Drachen. Wie ihr seht, kriegen dann zwei Drachenkugeln statt eins. Es gibt mehrere Spezialenergien, die gibt es auch hier. Wo dann Effekte haben. Beispielsweise das hier macht einfach Schwäche weg, was richtig gut ist. Ja, und solche Sachen gibt es halt im Spiel. Dann gibt es hier Aurora-Energie, kann zu jeder Farbe gemacht werden. Pflanzenergie, das eine spezielle Fähigkeit hat. Speziell für die Pflanzen. Ja, genau, hier meine goldene Energie, was ich richtig geil finde. Mit der kann man eine Basismonster, ein paar Basis-Pokémon auf die Hand nehmen, wenn man sie aktiviert. Die ist echt gut, muss ich sagen. Aber ich spiele sie nicht. Ja, und so halt hier, wie ihr seht, gibt es viele verschiedene. Genau, so. Ich glaube, das wäre dann auch geklärt. Ich persönlich spiele meistens immer so mit EX, Wii, GX und so weiter. Entwicklungsstufen. Kriege ich noch nicht so gut hin. Ich bin auch jetzt nicht der übelste Mega Pro. Also, ich bin nicht schlecht. Es wäre gelungen, wenn ich sage, ich bin schlecht. Aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt sich komplett alles perfekt kann und so, muss ich zugeben. Ich bin gut, ja. Aber jetzt nicht perfekt. So, dann würde ich hier rausgehen. Das war jetzt ein Beispiel von Decks. Man kann auch so viele Decks, wie man will, aufbauen. Man kann auch Decks, Beispiel hier. Kann man noch kopieren, hier kann ich beispielsweise mein Deck hier komplett nur anschauen, alles was ich da benutze, hier bei dem zweiten Feld Deck kopieren, bei dem dritten Feld Deck bearbeiten und bei dem vierten Feld Deck löschen. Es gibt auch in dem Spiel erweiterte und Standardformat und so weiter, aber darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Standardformat ist meistens seltener wie die erweiterte Format, das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich eigentlich gespielt habe bisher. Ja, wir waren jetzt bei Deck Manager. Dann gibt es hier noch Tauschfunktion. Man kann hier wirklich tauschen. Öffentliche Angebote. Zack, ich kann gucken, was hat der drin. Beispiel hier, Gewaltdrücke X. Kann ich drauf drücken. Der will dafür zwei Booster Packs. Ich nehme das jetzt nicht an, aber es war jetzt nur zum Zeigen. Sonderbonbons Beispiel. Ich kann drauf drücken. Ich kann das auch austauschen. Mache ich natürlich jetzt nicht. Und. Weil hier steht extra an der rechten Seite, was der haben will. Genau. Aber ich muss da mal besser reinschauen, weil eventuell es gibt so ein, zwei Items, die ich noch brauche. Vielleicht könnte ich da was holen. Später oder die Zukunft. Naja, okay, egal. Wir gehen jetzt hier mal raus. Tauschen wir. Das war's schon mit dem Feld. Dann gibt es noch Avatare. Man kann seinen Charakter ändern. Ich weiß nicht, ich habe damals mich zu einem Schwarzen und ich weiß auch nicht warum. Leicht dunkler ist okay, aber jetzt kein Schwarzer. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht sein. So. Ja, so ist okay. Alles kann man so lassen, passt. Okay, speichern. Gehen wir raus. So, man kann jetzt hier alles ändern, ne? Kinnbart, Grinsen, Könige, traurige Braune, Nase, du kannst hier alles bearbeiten. Tägliche Herausforderung kann man auch anschauen hier. Da kann man sehen, was ist bei mir die tägliche Herausforderung. Ich jetzt beispielsweise soll jetzt 750 Schaden mit Pflanzen-Pokémon machen oder 12 gegnerische Pokémon mit Metall-Pokémon erledigen. Das ist bei mir richtig schwer, weil bei mir sind Stahl-Pokémon so mager, ich habe die fast gar nicht. Das ist krass.
Aber Pflanze wäre eigentlich möglich. Ja, das war jetzt so viel zum täglichen Herausforderung. Statistiken sieht man, was man so alles hat. Wie ihr seht, ich habe 15.942 Karten. So viel Schaden habe ich gemacht, so viele Schadenspunkte. Boah, ich habe schon 820 Spiele gemacht. Das ist heftig. Gesamtzahl der Spielpunkte 1400. Weiß jetzt nicht, auch nicht genau, ob das jetzt richtig gut ist. Gesamtspielzeit 6 Tage habe ich bisher das Spiel komplett gespielt. Das ist gar nicht wenig, muss ich ehrlich zugeben. Gesamtpunktzahl bisher 62 und Gesamtzahl der Überraschungssiege 60. Im Prinzip Überraschungssiege wahrscheinlich, wie heißt das, Spiel gewendet. Verschiedene Karten, die mir gehören, 2500, alle Karten, die mir gehören. Ich habe vom Weg des Champs am meisten. Häufigste Karte Flying. Fotografische Karten. Okay. Das habe ich euch gesagt jetzt selber zum ersten Mal angeschaut. Dann gibt's, es gibt sehr viele in dem Spiel, ne? Dann gibt es natürlich noch Shop. Hier könnt ihr euch natürlich Booster Packs kaufen. Alle sehr viele geile Sets. Übertrieben geil. Finde ich nice. Aber die älteren würde ich eigentlich nicht holen. Ich persönlich würde hier entweder Farbenshop, Freunde, Fitness oder das hier holen. Okay, das ist auch nicht schlecht wegen C-Sharen. Ist auch geil. Ja, Welt im Wandel ist auch nicht schlecht. Was ich eigentlich holen müsste, ist das hier, weil ich immer noch diesen Glurak brauche mit Reshiram zusammen in meinem Deck. Ja, gibt natürlich noch Decks, was man kaufen kann. Habe ich nie geholt. Ich glaube, einmal habe ich geholt, aber mehr nicht. Hat mich nie so wirklich inspiriert. Spielerlebnis, man kann hier Hintergründe und so kaufen, Deckboxen. Würde ich aber nicht machen. Ich meine, durch Codes, wenn du mal so eine wie Elite Trainer Box holst oder so, kannst du mit dem Code hier reintun und dann hast du die Dinge. Und auch wenn nicht, reicht dieses normale Bild eigentlich vollkommen aus. Filtern kann man natürlich. Höchste Chipkosten, man kann die Reihenfolge, also die Reihenfolge von den Angeboten je nach sortieren, halt teuerste, niedrigste, Alphabet und suchen. Was man noch kann, das zeige ich euch natürlich. Zum Beispiel hier, drückst du hier auf Ausrufezeichen. Seltenheitsaussicht, Vorschau möglicher Karten. So können wir sehen, da mache ich meistens so, Kachel, welche Karten in dem Set enthalten sind. Das ist eine gute Funktion. Hier sind zum Beispiel nur die Pokémon, glaube ich jetzt, nur die Pokémon. Ja, müssen nur die Pokémon, dann gehen wir auf Trainer. Zack, kommen nur die Trainerkarten. Geil, oder? Energie, Booster Packs, also kannst du quasi mit allem machen. Genau, gehen wir mal wieder zurück. So, gehen wir wieder zurück. Ja, ich glaube, das war's schon. Da kann man hier Code einlösen, ist glaube ich eine der wichtigsten Sachen für euch. Oder also für mich ja, weil wenn ich Sets kaufe, löse ich die hier ein. QR-Lesegerät starten. Zack. Foto fertig. Genau. Kann man wieder wegmachen, abbrechen. Das ist im Prinzip diese Geschenkezeichen da oben. Da kommt man hier in das Menü. Dann kommt hier die Booster Packs ran. Hier bei dem Code im Artikel, wo das steht. Bis zu 10 Packs kann man auf einmal aufnehmen und nach einlösen. Dann nochmal 10, dann wieder einlösen. Hier ist die Einstellung. Komplett, man kann alles hier einstellen. Audio, Kartenhöhe und. Handrückseite. Alles Mögliche kann man hier einstellen. Lautstärke. Genau, Kartenquetsche löschen. Okay. Hier sieht man, was man bekommen hat. Hier ist der Chat, falls mir jemand geschrieben hat. Man kann auch den. Und hier sind Leute, die ich kenne, die ich befreundet bin. Ja. Genau. Schauen wir wieder weg. Ich glaube, wir sind durch. Hier muss ich auf jeden Fall euch noch ein bisschen was zeigen, und zwar Trainer-Herausforderung.
Das ist jetzt hier ein Casual-Menü, nenne ich das. Also das ist jetzt so ein In-Game, kann man auch nämlich Booster-Packs, Münzen und so weiter sammeln, ohne dass man online spielt gegen solche Leute. Die spielt man mehrmals gegen die und für Stelle zu machen musst du mehrmals spielen. Gibt es auch alle Decks und Stadtmeisterschaft kann man auch auswählen. Gold Beispiel kann man auch auswählen. Wie ihr seht, habe ich das komplett zerstört. Platin habe ich doch auch komplett zerstört. Und jetzt bin ich halt bei Stadtmeisterschaft und da bin ich noch nicht durch. Hier sind die Decks, die du verwenden kannst. Leider kannst du da nicht irgendwelche Decks einfach verwenden. Das ist der Nachteil hier. Anleitung. Die wird erklärt, wie man das Spiel spielt. Ich werde es jetzt nicht machen. Da könnt ihr aber nachsehen, wie das Spiel funktioniert. Wird euch alles erklärt. Aber da ich euch jetzt hier im Video erklären werde, braucht ihr das nicht. Dann gibt es hier noch Events. Das ist das sogenannte Turnier, was ich vorhin erzählt habe. Kann ich hier einfach jetzt mitmachen. Ich habe 11 Stück, also könnte ich noch einmal im Turnier mitmachen. Und ja, dann spielen 8 Leute gegeneinander. Also immer 1 gegen 1. 3 Runden geht es. Und der Erstplatzierte kann man dann hier sehen, was der jetzt bekommen kann. Hier beispielsweise der Erstplatzierte 3 Kampfstile Booster Packs, 3 Booster Packs, die zufällig sind und 400 Münzen. Zweitplatzierte 2 Stück, 2 Kampfstile Booster Packs, 2 zufällige Booster Packs und 200 Münzen. 3 bis 4, 2 zufällige Booster Packs, leider keine Kampfstile, dafür aber 100 Trainer Chips. Und der Rest kriegt nur eine Raritätentruhe und 50 Münzen. Ja, dann gibt es natürlich meinen Lieblingsmodus. Versus-Modus. Versus-Modus, wie ihr seht, sieht kompliziert aus, aber ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, das hier ist die Herausforderungen. Also das erste Stern ist ganz leicht zu machen, da müsst ihr nur ein paar Siege machen. Und dann ist es eigentlich schon voll. Ich glaube so nach 7, 8 Siegen oder so hat man schon. Und da kriegt man halt bestimmte Geschenke, da hat man schon diese Belohnung hier im YouTube-Mio. Beispiel, wenn man das füllt, dann kriegt man hier die 25 Münzen, dann kriegt man hier 50 Münzen. So halt, die ganzen Belohnungen hier. Dann gibt es diese Belohnungen noch hier. Da kriegt man mal 2 Booster Packs, dann hier nochmal diesen Mewtwo Mew Karte. Warum zweimal eine Karte, die richtig stark ist, sollte man 2 bis 3 Mal mindestens spielen. Dann hier, das will ich auf jeden Fall noch machen, bevor die Season endet. Die endet in 15 Tagen und 13 Stunden. Weil ich diese Karte haben will. Cynthia und Cutlea. Geile Karte, starke Karte, ich will sie in Full Art spielen. Ich spiele sie ja nur in normal leider. 5 Booster Packs, 600 Chip Münzen und. Richtig geil. Das hier zeigt uns, hier gibt es nochmal Belohnungen pro Sieg. Die gehen aber nur stündlich. Heißt, ich habe jetzt noch kein Spiel gemacht. Aber ja, so wird es auf jeden Fall gemacht. So sieht man, beispielsweise hier kriege ich jetzt eine Spezialtruhe, hier kriege ich eine zweite. Geheimgeschenk, so im Prinzip wirklich Münzen. So, man kann hier ganz normal ganz gut sammeln. Siegesserie, steht, wie viele Siege wir hintereinander gemacht haben. Ich habe leider nur, weil ich glaube, das letzte Kampf leider verloren habe. Ja, das war's eigentlich schon. Das sind meistens die Decks, die ich spiele. Ich habe sehr viele Decks. Ich würde jetzt sagen, wir spielen einfach mal Kampfstile. Es muss dieses Auge hinkommen. Heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, will ich jetzt mit Blitz und Wasser spielen. Weil dieses Auge sagt, welches Deck momentan aktuell benutzt wird, wenn ich jetzt auf Spielen drücke. Ich will jetzt dieses Deck spielen. Deshalb drücke ich jetzt auf Spielen. Indem ich dieses Auge habe, kann ich spielen. Hier gibt es auch erweiterte Format. Kann ich alles ändern. Aber bei den meisten Formaten kann man halt nicht alle Karten benutzen. Deshalb spiele ich immer dieses ganz normale Format. Alle Decks kann man auch hier sortieren. Also man kann hier sehr viel machen. Ja, gehen wir mal in den Kampf rein. Jetzt wird der Gegner gesucht. Sobald der Gegner da ist, werden wir eine Münze werfen. Aber das werdet ihr gleich sehen. Also wir werden diesen Kampf definitiv verlieren, weil mein Gegner Psycho-Trainer ist und ich habe ein Kampfdeck. Und Psycho ist stark gegen Kampf, weil es gibt verschiedene Typenstärken und Typenschwächen. Und Psycho gerade ist genau stark gegen mich. Was für ein Zufall, wenn ich ein Video aufnehme, kommt natürlich sowas. Ich habe gewonnen.
Dann würde ich sagen, ich fange an. So, jetzt dürfte ich entscheiden. Er hat die Münzwurfe, ich dürfte anfangen. Also, ich spiele ganz simpel. Man zieht Pokémon. Dann legt man die hier sein aktives Pokémon hin. Fangen wir mit Lucario an, mal leider mit Zeitbegrenzung. Man hat hier 5 Felder auf der Bank. Man kann hier nur 5 Pokémon ausspielen. Ich spiele jetzt aber nur einen dazu. Ich bin jetzt fertig. Ich muss dir bestätigen, dass ich fertig bin. Jetzt muss ich warten, bis der Gegner auswählt. Gleich werden uns hier 6 Karten hier draufgelegt. Das sind unsere Preiskarten. Wenn wir die 6 genommen haben, haben wir das Spiel gewonnen. So gehen wir Lucario. Das da? Die Energien braucht man, um angreifen zu können. Wie ihr seht, haben die Pokémon verschiedene Energien. Ich kann hier beispielsweise Aurasphäre mit nur einer Kampfenergie aktivieren. Mein Problem ist, ich bin gegen Psychoschwäche, wie ihr seht. Und der ist halt ein Psycho-Pokémon. Natürlich. Hiermit muss ich meinen Zug leider beenden. Ja, Vorführeffekt, was wollt ihr machen? Ich habe gegen den kann ich nicht gewinnen. Der spielt halt eine große Rolle in dem Spiel. So, er hat jetzt auch eine Energie gelegt. Der legt jetzt seine Ausrüstung. Könnt ihr lesen, was die Ausrüstung kann? Mache ich auch ganz schnell. Also, wieso er einen Schaden erhält? Wenn das Pokémon immer einen Schaden erhält, kriege ich 6 Schadensmarken. Schadensmarke sind 10 Schaden. Und meine hat im Prinzip, kann man so sagen, 21 Schadensmarken. Seht ihr, ich habe 60 Schaden bekommen. Obwohl dieser Angriff normalerweise nur 30 Schaden gemacht hätte. Das ist sowas von unfair. Mein Aurasphäre wird ihn sogar nur 20 abziehen, weil der hier 30, sogar 30 resistent heißt. Mein Aurasphäre zieht gegen den nur 10 ab. Wow. Machen wir Shatterhorn. So, immerhin haben wir die Energie weggemacht. Das ist voll unfair, also ist eigentlich echt uncool, dass jetzt der als Gegner kam. Zieht ihm nur 10 ab, also ist wirklich gar nichts. Wisst ihr was, ich werde diesen Kampf aufgeben, man kann hier auch aufgeben drücken. Ja, ist doch gut, dass ich euch auch gleich zeigen. So, wir versuchen einen neuen Durchgang. Weil es war jetzt nichts. Das war nichts. Ich konnte gegen den nicht gewinnen. Machen wir nochmal. Vielleicht haben wir jetzt ein Glück und kriegen einen besseren Gegner, der nicht Typenvorteil hat. Wenn es am besten ist, wenn es neutral ist, weil dann braucht man wirklich Skill. Kopf. Okay, ich habe gewonnen. Ich fange an. So, das ganze Spiel nochmal. Zack, 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 zack. Okay, gut. Habe ich wieder Lucario gezogen. Fangen wir wieder mit dem an. Lucario finde ich halt gut, weil der halt nur hier eine Energie braucht und halt direkt 40 Schaden macht. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt muss ich warten, bis er sein Starter will. Die GX-Münzen. Die sind, man kann eine GX-Fähigkeit nur pro Duell, also pro Kampf aktivieren. Die verdrehen sich, sobald man die benutzt hat. Oh, keine schlechte Karte. So, machen wir es so. Dann aktiviere ich das hier. Das ist aber auch ein Vorteil für ihn, sehe ich, weil der ein Feuerdeck spielt. Keine schlechte Karte gezogen. Top Elixier. Perfekt. Kann ich jetzt halt Energie. Top-Elixier bewirkt, dass ich eine Energie, die obersten 6 Karten ziehe. Und wenn deine Basisenergie dran ist, kann ich das an meinem Pokémon dranhängen. Das ist richtig gut. Ich beende meinen Zug. Es ging jetzt gut los, muss ich zugeben. Finde ich super. Gucken wir mal, ob der uns noch ein Pokémon hinlegen kann. Ich hoffe nicht. Wenn nicht, könnten wir jetzt schon gewonnen haben. Wie ihr seht, ich konnte jetzt mehr Trainerkarten aktivieren, weil in der ersten Runde kann man keine Unterstützer aktivieren. Unterstützer steht hier oben, die kann man nicht aktivieren. In der ersten Runde kann man nur Item-Trainer, Item-Karten aktivieren oder Stadionkarten. Die gehen auch und Ausrüstungen gehen auch. Aber mehr kann man leider nicht machen und eine Energie anlegen. Aber erste Runde natürlich darfst du auch nicht angreifen. Es kommt jetzt drauf an, was der macht. Wenn jetzt, er wird auf jeden Fall Tag Teams haben. Er wird jetzt 2 Tag Team Pokémon nicht auf die Hand nehmen. Ja, natürlich. Der hatte keine Pokémon, aber die Karte rettet ihn. Oh, shit. Glurak. Holy moly. Glurak Reshiram. Ich
liebe diese Karte. Ich habe den Rainbow Rare in echt. Oh, wegen Game habe ich sie leider gar nicht. Okay. Alles klar. Oh, was nun? Was kann der Feuerfächer? Oh, der kann einfach Energiekarten auf Pokémon legen. OP. Oh, holy shit. Holy moly. Was machen wir jetzt? Ich aktiviere mal diese Karte hier. Ich darf jetzt eine Unterstützungskarte meiner Hand hinzufügen. Ich nehme Geraldine. Geraldine ist gut. Sie kann eine Trainerkarte einfach auf meine Hand nehmen. Dann aktiviere ich jetzt Fluchtseil. Es kommt drauf an, was er aufs Feld. Ich hoffe, er legt den aufs Feld. Denkt sehr lange nach. Flugzeug bewirkt, dass der ein Pokémon auswechseln kann. Er muss und ich auch. Er hat den anderen reingelegt, natürlich. Aktiviere ich das hier. Jetzt darf ich zwei Pokémon auf meine Hand nehmen. Ich habe Scheiße gebaut. Mein Sanya kann ja nur Basis-Pokémon auf die Hand nehmen. Holy crap. Okay, es war ein Fehler von mir. War nicht gut. Machen wir den hier. Legen die Tenne. Kann ich jetzt meine Gesamthand auf meinen Ablagestapel legen, also in meinen Friedhof, um 6 Karten zu ziehen. Und das machen wir natürlich. Aktivieren wir nochmal das hier, um 2 Karten zu ziehen. Okay, nächste Runde, dann wird mein Plan erst funktionieren. Ich aktiviere mein Behaken. Jetzt kann ich mein Pokémon austauschen. Kommt wieder mein Lucario rein. Stimmt, nur diese Conny kann irgendein Kampf-Pokémon auf die Hand nehmen. So, mein Fehler, ich hab's vergessen. Okay, der kann jetzt ohne Kosten umtauschen. Stark gemacht. Wie viel braucht er für seinen Doppelbrand? Ach, sein Feuergeschoss ist halt echt mächtig. Und Doppelbrand auch. Deshalb brauche ich die Karte, die ist so stark. Ist brutal. Ich guck mal nachher, vielleicht ist in der Tauschbörse Glurak und Reshiram drin. Was die hergeben wollen. Nicht Schweißer! Okay, was macht er jetzt? Aha, oh je, yeah. Was kann das? Kann der Spieler eine Karte aus seinem Abdeck, wenn der das macht, besucht den Spieler sein Deck nach. Okay, jetzt hat er mich auseinandergenommen. Ja, wird doch ein längeres Video, als ich erwartet habe. Es wird auch ein langes Duell. Immerhin hat er die GX-Attacke gemacht. Gott sei Dank. Wo ist der rein? Mache ich das hier? Dann aktiviere ich das da. Pro Kopf Junko. Alter, wie viel Pech kann man haben, echt? Ich dürfte jetzt einfach pro Kopf eine Karte auf die Hand nehmen, aber es war beides Zahl. Was kann der? Eine starke Karte, aber ich kann jetzt nicht aus Zelt holen, leider.
Was machen wir jetzt? Ist die Frage. Ich muss ihn umtauschen. Ja. Ja, Glurak ist halt schon mächtig. Ach, mit Reshiram. Schon ein Problem für mich. Was hat Mewtwo und Mew in dem Deck zu suchen? Verstehe ich nicht so ganz. Komm schon. Sonst schlafe ich noch ein. Feuerdeck ist einfach stabil. Ich habe auch ein Feuerdeck. Finde ich richtig krank. Weil der Schweißer dies und das hat. Da gibt es noch eine Karte, die einfach Energien anlegt. Da gibt es drei Karten, die können so heftig Energien anlegen. Dann kannst du mit das heißt, wie viel Power direkt angreifen. Was? Jawohl. Was? Nummer 2. Jawohl. Glück gehabt. Okay, leider tot. Der wird die Attacke nicht der Runde nicht aktivieren können. Ich nehme den. Ein Feuergeschoss kann nicht eingesetzt werden in der nächsten Runde. Perfekt. Dann aktiviere ich jetzt nämlich Conny. Conny gibt mir einen Kampf-Pokémon auf die Hand. Nehme ich den da. Und sogar noch ein Item. Weißt du was, ich nehme den Befehl vom Boss. Falls irgendwas schief laufen sollte. Ach, kann ich gar nicht. Hallo? Nee, dann... dann nehme ich Muskelband. Also wir haben noch nicht verloren, Leute. Nicht, dass das sieht zwar nicht gut aus, aber wir haben noch nicht verloren. Ich aktiviere Konzentrator. Damit kann ich jetzt 2 Energien aus meinem Deck auf mein Pokémon drauflegen. Ich finde den Effekt geil von ihm, aber es hat einen Nachteil, finde ich. Und zwar finde ich das Problem an der Karte. Was? Ey, fuck you, man. Was war das? Wozu? Damit er direkt angreifen kann. Oder was? Jetzt kann der wieder Feuergeschoss machen, oder wie? Holy moly, der hat mich zerstört. Das wusste ich bei Spiel nicht, dass es geht. Krasser Typ, hat mich zerstört. Konnte nicht viel machen. Aber ja, so funktioniert das Spiel, Leute. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich wechsle auch wieder auf mein Feuerdeck. Das ist mein stärkstes Deck. Haha, Charizard. Das ist richtig stark und richtig krank. Okay, Leute, das war's dann von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Ich denke, morgen müsste ich mein Paket kriegen. Dann ist wieder fettes Opening in real life. Haut rein, Leute. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ciao und tschüss.